ist immer sehr schwer zu beschützen, deswegen gehe ich jetzt nochmal zum anderen. Um die anderen Schützpunkte auch nochmal ein bisschen einzunehmen. Okay, da hinten gehört auch noch Team Rot. Müssen wir uns schnell drum kümmern. Der ist down im Headshot-Kill, sehr schön. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Pixel Gun 3D auf meinem Kanal. Wir haben uns jetzt erstmal das Ei abgeholt und öffnen unsere Glückstruhe, bevor wir dann in ein Match starten. Was bekommen wir denn hier Schönes? Okay, ein paar Münzen ist auf jeden Fall immer ganz hilfreich. 5 Stück, schade, hätten noch ein paar mehr sein können, aber gebe ich mich auf jeden Fall mit zufrieden. So, vorher, bevor es jetzt wirklich losgeht, gehen wir mal ganz kurz auf Freunde. Und zwar wollte ich ja mal alle Freunde mal durchscrollen und mal ein Video zeigen, habt ihr euch ja gewünscht, ganz oft in den Kommentaren. Werde ich auf jeden Fall am Ende der Folge heute machen, also bleibt auf jeden Fall dran. So, ich würde sagen, jetzt geht's los, wir schauen euch noch ganz wichtig, bevor man kämpft, sollte man auf seine Aufgaben schauen, um zu gucken, wo man denn da was machen muss hier. Oh, töte 5 Gegner auf Punkte gewinnen, genau das meine ich und deswegen zocken wir jetzt auch zuerst Punkte gewinnen, weil wir da halt eine Aufgabe haben und das ist dann immer ganz nice. Wenn wir direkt nebenbei abschließen können, Parcours-Stadt zocken wir zuerst oder Parcours-Stadt. Ja, let's go Leute, let's go. Übrigens, das Video heute ist nachkommentiert. Wollte ich mal wieder machen, damit ihr wieder mal ein geiles Gameplay zu sehen bekommt. Okay, die Runde ist gerade leider mittendrin jetzt hier. Ja, bei 2 Minuten. Die werde ich auf jeden Fall jetzt rausschneiden, da ich finde, dass die Runde wirklich jetzt gerade vollkommen mittendrin ist. Und ich würde sagen, Leute, dann bis gleich. So, die Runde ist vorbei. Niederlage, muss ich aber ganz ehrlich zugeben, das war jetzt ein bisschen mit Absicht, um die Runde schnell zu Ende zu bringen. Habe ich jetzt hier meine Niederlage schnell eingesteckt und auf geht's mit, welches schnell mit einer neuen Runde starten können. Perfekt, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe noch nie auf dieser Map hier eine Punktegewinnrunde gezockt. Ich habe zwar schon auf dieser Map gespielt, aber halt noch nie Punktegewinn. Da haben wir auch schon den ersten Headshot-Kill, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sind wir jetzt aber leider auch noch drauf gegangen. Übrigens, Leute, falls ihr euch wundert, warum ich so wenig Coins habe, ich bin mir da selber nicht ganz sicher, deswegen wollte ich euch da kurz mal was zu meinen Coins fragen. Also ich bin mir da schon ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig. Sorry, dass ich so dumm bin. Und zwar habe ich letztens ein paar Eier geöffnet, wo halt ein paar Tiere drin waren. Da konnte ich ein paar Tiere Level 2 und Level 3 machen. Habe ich die auf Level 2 und halt auf Level 3 gemacht. Und dann waren auf einmal Münzen weg. Also, das ist meine Frage an euch. Kostet es, Tiere abzugraden Münzen? Ziemlich sicher bin ich mir, also ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass es halt upgraden die Tiere Münzen kostet. Bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Aber ich wollte sicherheitshalber nochmal nachfragen. Ja, mit ihr da Bescheid bist und wir haben auf jeden Fall wieder einen schönen Kill gemacht und können so einen Stützpunkt hier verteidigen. Es ist auch zurzeit noch ziemlich ausgeglichen. Wir haben ziemlich genau immer gleich viele Punkte. Jetzt sind wir aber zum leichten in Führung gegangen. So, schnell wieder zurück auf unseren Stützpunkt. Hier mit unserem Prototyp. Ach, wo ist denn hier? Oh, das ist ein Gegner und wir sind down. Okay, da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht, dass es ein Gegner war. Bin wir leider jetzt gestorben. Das hat sich irgendjemand in den Kommentaren übrigens auch noch gewünscht, dass ich doch mal wieder meine, mit meiner Minigun spielen sollte. Die ich ja, statt dieser Pistole hier, die ich gerade in der Hand habe, habe ich, auch noch eine Minigun in der gleichen Kategorie, dass ich die doch mal wieder benutzen sollte. Wenn ich dran denke, werden wir das im nächsten Video wirklich mal tun. Da ich wirklich finde, ich sollte die wirklich mal wieder benutzen, weil die Minigun, die habe ich abgegradet in der Waffenkauffolge und dann nie wieder benutzt, deswegen werde ich das auf jeden Fall machen, wenn ihr das wollt und der Kollege hat sich das ja gewünscht, deswegen denke ich, ja, werde ich das machen. Also Kollege, habt deinen Kommentar gelesen, werden wahrscheinlich dann im nächsten Video machen, wenn ich dran denke. Okay, hier drüben ist auf jeden Fall der Spawnpunkt der Gegner, können wir auf jeden Fall in unserem Spawn hier hinstellen, ein paar Kills machen, wird natürlich nicht besonders lange klappen, da die natürlich dann viel, viel mehr sind und immer wieder neu gespawnt werden, ist klar, aber wir konnten dadurch ein paar Kills bekommen. Der ist da und dieser Stützpunkt hier, wo ich jetzt gerade bin, ist natürlich ziemlich schwer mal einzunehmen, weil da oben, da genau wo der gerade herkommt, werden die Gegner halt gespawnt und dann können die halt immer direkt zu diesem Stützpunkt hier hinrennen und den einnehmen. Deswegen ist der mal sehr schwer zu beschützen, deswegen gehe ich jetzt nochmal zum anderen. Um die anderen Stützpunkte auch nochmal ein bisschen einzunehmen. Okay, da hinten gehört auch noch Team Rot. Müssen wir uns schnell drum kümmern. Der ist down im Headshot-Kill, sehr schön. Okay, es sieht aber zur Zeit relativ, es sieht nicht relativ, sondern wir haben die Runde safe gewonnen. 900 zu 400, das sollte wirklich safe sein. Den Stützpunkt hole ich mir jetzt auch noch und damit sollte die Runde beendet sein, ja. 900 und jetzt hier noch die letzten Kills machen, dann ist die Runde vorbei. Da können die Gegner nicht mehr viel machen, ich weiß nicht, ob die in der Unterzahl am Ende waren oder so. Könnte sein, aber ich glaube nicht eigentlich, es sind ziemlich viele von denen. Ich glaube eher, dass wir einfach deutlich besser waren, dass sie nicht wirklich in der Unterzahl waren. Ist ja auch egal, wie es war. Hauptsache, wir haben gewonnen. Plus 18 Pokale. Übrigens, ihr seht, ich bin in dieser Kristallliga oder so.
Ich weiß, das ist nicht gut, Leute. Bitte nicht beschweren. Ihr seht ja auch, ich gewinne fast, oder ja, fast jede Runde bekomme ich Pokale dazu. Und das heißt, Leute, dass ich wirklich ständig weiter nach oben gehe. Also bitte nicht beschweren, irgendwie, dass ich jetzt zu weit unten wäre. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch deutlich höher gehen mit Pokalen und so hier bei Pixel Gun. Ja, beide Aufgaben konnten wir, die Belohnungen einkassieren, haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal hier tödliche Spiele. Ich werde dann einfach mal ein bisschen durchmixen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Da muss ich übrigens gerade nochmal einen Cut setzen, ist egal. Auf jeden Fall, wir öffnen jetzt hier die Truhe. Ah, bekommen diese Shotgun. Da habe ich mir in den Videos drüber beschwert, dass die ziemlich scheiße wäre. Muss ich mich natürlich nochmal entschuldigen. Ich weiß, Leute, wenn man ganz nah dran geht an den Gegner, dann macht die ordentlich Schaden. Vielleicht sehen wir das ja gleich nochmal. Oh, da kommt Effekt sogar einer. Danke für den Vorführeffekt. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir nah dran sind, kriegen wir den ziemlich gut. Headshot, der ist down. Also wirklich, von der Ferne macht die Waffe ziemlich wenig Schaden. Habe ich jetzt auch endlich mal gerafft. Aber wenn man nah dran geht, dann macht die schon relativ gut Schaden. Der sollte auch down sein. Letzter Rivale und... Ah, ne, doch nicht. Sieg, hä? Ach so, das war der letzte Rivale. Nice. Und damit haben wir schon wieder Pokale plus bekommen. Sehr schön, noch ein bisschen XP. Bisschen Gold, das läuft doch auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir zocken jetzt nochmal. Wir zocken zum Abschluss nochmal Deathmatch. Wir zocken zum Abschluss nochmal Deathmatch. Ich würde sagen, zufällig. So, lass uns einfach zufällig hier eine Runde bestimmen. 4 Jahreszeiten, okay. Die Map mag ich nicht so gerne. Ich weiß nicht warum. Ich finde die ein bisschen groß und so weiter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die nicht so nice. Okay, die Runde ist einigermaßen am Anfang. Die werde ich auf jeden Fall jetzt drin. Oh, lassen. Wir sind gerade fast direkt im Wasser gestorben. Man kann ja bei diesem seichten Wasser laufen, zum Glück. Okay, hier können wir jetzt auf jeden Fall erstmal den letzten Gegner gönnen. Jetzt haut der aber ab. Och Gott. Können wir ein bisschen Peacemaker machen, ein bisschen ein paar andere Waffen. Oh, ich glaube, der bekommt uns noch down. Ja, hat er. Wir haben uns beide gegenseitig getötet. Der hat uns auf jeden Fall noch down bekommen. Das Schwert von ihm hat nämlich ziemlich gut Schaden gemacht. Da bin ich ein bisschen zu nah dran gegangen an ihn. So. Löse jetzt einfach hier den Dämon ein, um mal direkt drauf zu gehen. Ach, die hauen alle ab gerade irgendwie. Komm jetzt hier. Der Dämon ist ein bisschen langsam. Das nervt mich manchmal so ein bisschen an dem. Weil ich, das halt, der muss mal im Nahkampf einsetzen. Ich komme halt nie so schnell an den Gegner ran. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier einen Kill, glaube ich, gemacht. Der andere war uns... Oder nee. Oder wir haben gar keinen Kill gemacht. Und jetzt sind wir auch schon wieder down. Von einem Kettensägen-Typ. Also sehr viele Leute, beziehungsweise zwei Leute auf dieser Runde. Wow. Zwei Leute auf dieser Runde spielen hier Nahkampfwaffen. Ist auf jeden Fall interessant. So, den sollten wir ganz easy bekommen, weil er auch sich gar nicht umgedreht hat. Der ist down. Wir sind immer noch Vierter. Schade. Werde ich dann gerne ein bisschen nach vorne rutschen. Hier mit dem Prototyp leider nicht getroffen. Boah, man rutscht hier ultra, Leute. Hier ist ja dieses Eis. Das ist ultra nervig. Ich rutsche gerade die ganze Zeit ein bisschen über das Eis. Ich finde das richtig nervig. Okay, wir sind down. Schade. Na, das ist ein Prototyp auch noch. Boah, Gott. Die Runde ist jetzt hier zum Abschluss ein bisschen durchwachsen. Aber dann seht ihr mal, wie es manchmal bei mir läuft. Das ist wirklich... Also manchmal läuft es einfach nicht bei mir. Und das könnt ihr gerne auch mal sehen. Generell, wenn ich diese Pixel-Folgen nachkommentiere, schneide ich da nicht groß was raus. Da seht ihr einfach, wie ich spiele. Und wenn ich da mal eine Niederlage dabei habe, dann bleibt das immer drin eigentlich. Ich habe eigentlich noch nie was rausgeschnitten, groß. So, vierter Platz, 40 Sekunden noch. Das sieht auf jeden Fall in dieser Runde nicht so gut aus. Hier sollten wir mit dem Prototyp einen schönen Headshot-Kill haben. Sehr schön. Der nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Hier noch ein bisschen Peacemaker. Ach, kacke, das ist der Typ mit seiner Kettensäge. Boah, diese Kettensäge von dem müssen wir... One-Shot? One-Shot krank. Alter, was ist das für eine Kettensäge? Muss ich auf jeden Fall mal jetzt nach dem Video oder so gucken, wie teuer die ist eigentlich. Hä? Die ist ja sau-OP im Nahkampf. Habt ihr das gesehen? Ein Schuss weg. Oder einen Schlag oder wie auch immer. Oder zwei Schläge waren es maximal. Die ist auf jeden Fall krass. Muss ich mal schauen, ob ich mir die kaufe. Weiß ich nicht, vielleicht. Kam auf jeden Fall gerade ziemlich gut rüber. Okay, noch ein Kill, aber es hilft uns nichts mehr. Wir bleiben leider auf Platz 4. Ich habe es ja gesagt, die Runde war von Anfang an schon so ein bisschen durchwachsen. Die Map ist nicht so geil. Dieser Schnee, das hat mich so genervt, Leute. Dieser Schnee, dass man da rutscht, das ist ultra nervig. Aber trotzdem haben wir Pluspokale gemacht. Sind sogar noch... Oh, es waren 8 Leute. Wir sind sogar genau in der Mitte noch. Dachte gar nicht, dass so viele Leute drauf waren. Naja gut, Leute, das war es doch eigentlich heute mit dem Video. Ich werde euch jetzt mal kurz auf meine Freunde gehen, da ich es ja am Anfang versprochen hatte. Ich hoffe jetzt nicht, dass die wieder verbuggt sind. Das ist ja... Könnte es... Ach nee, ich glaube, wenn einmal Pixel gestartet ist, dann kann das nicht mehr verbuggt sein oder so. Oder? Oh, nee. Null Anfragen. Och Gott. Das tut mir leid. Das tut mir richtig, richtig leid.
Och man, ich kann es euch wieder nicht zeigen. Nächstes Video, Leute. Nächstes Video verspreche ich es euch. Oder übernächstes Video. Jetzt auf jeden Fall bald werde ich mal meine Freunde bei Pixiom alle zeigen. Boah, ist das Fail. Das ist so verbuggt mit dieser Freundesliste. Na gut, es tut mir leid. Fette Sorry, Daumen nach oben. Mach's gut. Servus und ciao.